Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier mal einen coolen BMW euch heute hier mal vorstellen. Hier handelt es sich um einen BMW M5 aus der E34er Serie von Sheriff Robert. Ja, ich finde das echt coole Sache mal wieder. Der ist auch hier mit Simple IC Unterstützung. Ja, Simple IC. Schaut es hier mal bei mir in die Playlist hier diverses. Da findet ihr auch ein Video natürlich mit dem DL-Link dazu. Ja, also das gute Stück kostet hier 24.000 Euro in Anschaffung. Miete, so wie da steht hier, 1.224. Wir haben hier eine Motorleistung von 335 PS, entsprechend hier 246 kW, manuelle Schaltung, 90 Liter Tank, 300 km/h soll das schnell sein. Ja, und ein unrealistisches Gewicht hier von 12,3 Tonnen. Ja, das hat man leider hier nicht irgendwie angepasst, das Gewicht. Ja, wir haben hier also das mit dem Blue. Ja, das Analyse. Keine Ahnung, was das sein soll. Wahrscheinlich hier vielleicht unten ein Licht. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, aber wir können das ja mal dann uns auch dann so kaufen. Da gibt es hier Blau, da gibt es hier Gelb, da gibt es hier Rot. Also, das sehen wir jetzt hier nicht so her. Vielleicht ist es auch für das Display. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Wir nehmen das am besten mal in Gelb mal. Und ja, dann haben wir hier Tuning Standard. Dann gibt es das Ganze einmal hier mit die Schweller, mit den fetten Stoßstangen. Ja, dann gibt es hier mit einem riesen Heckspoiler. Dann gibt es das Ganze hier mit dem Originalspoiler mit der Zusatzbremsleuchte. Und dann vorne mit Carbonhaube gibt es das. Dann hier wieder hier nur Carbonhaube. Dann mit den fetten Stoßstangen, wie man das hier sehen, mit den Schweller natürlich. Dann hier ohne. Ja, so sehen wir das Ganze jetzt so her. Ja, also nehmen wir hier mal normal. Dann gibt es hier das Ganze hinten natürlich mit Kupplung zu kaufen. Da sollte man hier halt nicht die fette Stoßstange nehmen, dann sieht das auch nicht cool aus. Ja, wir nehmen es einmal hier so her, um die Kupplung das zu testen. Dann gibt es natürlich noch hier, also Reifenvariante haben wir jetzt hier die Standard. Dann gibt es hier als nächstes hier Rim 1, Rim 2, Rim 3, Rim 4, Rim 5, Rim 6, Rim 7, Rim 8, 9, 10, 11. Also sind wir mit 11 sind wir hier bei Standard wieder dran. Ja, dann haben wir einmal die Hauptfarbe hier, was wir uns aussuchen können. Da haben wir verschiedene Töne, also matte für schwächere Rechner oder Leute, die was nicht glänzend mögen. Ja, was haben wir hier noch? Also gibt es hier die Farben so her, ja, also finde ich ganz coole Sache das Ganze. Aber ich würde mal sagen, ja, das sieht hier schon echt cool aus. Ja, Felgenfarbe so und so können wir uns hier verschiedene natürlich hier aussuchen. Was einem natürlich das Herz hier natürlich hier gefällt, das Ganze. Da ist hier doch relativ eigentlich hier viel machbar. Ja, und wir kaufen uns den dann so. Ja, bevor ich es vergesse, hier natürlich Kennzeichenwahl ist hier auch hier möglich. So, jetzt habe ich ihn vergessen zu kaufen, aber ist ja nicht schlimm. Ich hätte ihn jetzt eh schon gekauft gehabt, auch nur einmal hier natürlich mit der Kupplung und das Licht einfach. So, ja. So. So habe ich jetzt einmal schon mal gekauft. Man sieht, also hier ist auch, wie gesagt, hier möglich, hier das Ganze mit Simple IC. Wir machen das Ganze erstmal hier mal mit denen hier mal so weit durch. Wie wir sehen, hier die Klappe, hier kann man so hier jetzt nicht öffnen. Das geht also mit der Tastenbelegung. Hier, wie wir sehen, die Türen können wir schon mal hier aufmachen. Ich kann jetzt hier vorne vorgehen und die Haube, die kann ich wegmachen. Also ausblenden. Coole Sache natürlich. Wir können auch hier die Haube so aufmachen, wie es natürlich ist beim BMW so und so. Dann sehen wir hier natürlich hier die M-Power. Und dann müssen wir schauen, hier oben haben wir uns einen Button natürlich. Dann die Türen aufmachen. Ups, das Schiebedach habe ich leider nicht gesehen, ob es aufgeht. Leider. So, jetzt steigen wir einfach mal ein.
Da gehen wir mal die Innensicht, drücken hier unsere berühmte Taste. So. Da kann ich jetzt hergehen und hier die Türe zumachen. Hier das Fenster auf zu. Da hat man leider noch keinen Sound verbaut. Ein bisschen lecken tut's, merke ich gerade. Ja, hier komme ich leider nicht dran an die Button. Schade irgendwie. Hier höchstens an den hier. Da können wir das, wie wir sehen, hier auf und zu machen. So. Hier vorne kann man die Haube nochmal, wie wir sehen, von innen her auf und zu machen. So. Dann haben wir jetzt als nächstes gemacht die Außensicht dran. Ja, da haben wir halt nicht einen Original-Sound. Das ist irgendwie schade. Abdeckung öffnen, das ist hier. So. Na, was ist jetzt los? Das ist jetzt mit N. Ich schalte nochmal aus, besser. Also mit N, wie wir sehen, können wir hier das Ganze hier aufmachen. Das ist kein Simpel an Sie, haben die Leute. Dann geht das mit der Taste N. Also mit X hier geht der Kofferraum auf und zu natürlich. So, jetzt machen wir das alles nochmal zu. So, als nächstes können wir hier natürlich wie wir sehen, jetzt hier das Fahrwerk uns einstellen mit der linken Maustaste. Wir können auch ganz nach unten gehen. Dann können wir mit der rechten Maustaste ein bisschen die Räder nach innen drehen. Da sehen wir das also so. Wegen dem Radkasten. Aber ich finde, um ehrlich zu sein, der Sound passt, macht meiner Meinung nach nicht dazu. Also wir sehen auch hier nichts von dem Gelb jetzt momentan. Schauen wir mal her, das gibt ja auch Blau. So, was es jetzt damit auf sich hat, keine Ahnung. So, Kupplung, ja, wie wir sehen, hier passt. Schauen wir auch nochmal. Aber der Thatcher, wie wir sehen, zu tief gesetzt. Ich weiß nicht, das ist alles irgendwie, weil die Leute so eine Krankheit, glaube ich, dass die irgendwie den Thatcher so tief setzen. Sehen wir jetzt hier, linke Kontrolllampe innen drin funktioniert. So. Ups, das war ein bisschen zu weit nach hinten. Ja. So, den machen wir erstmal dann so dastehen, natürlich hier für unser Fotoshooting. Ob da Lüfter animiert ist, schauen wir auch gleich mal nach. Also Lüfter, wie man sieht, ist hier animiert. Haben wir auch eine echt coole 6-Zylinder-Maschine. So, wir nehmen natürlich jetzt erstmal hier diesen Kollegen. So, dann machen wir mal die Haube wieder zu. So. So. Dass jetzt da alles zu ist, weil ich habe keine Lust, nach außen nochmal rundherum zu laufen. Jetzt hört man immer noch den gleichen Sound. Da muss man mal sehen, noch ein bisschen zu überlegen, wie weit man das macht, das Ganze. Noch ein bisschen höher sollten wir gehen. Dass mit dem Sturz das hier passt. Aber ich finde, so ist er soweit das ganz gut gemacht. Aber laut. Bremslicht. Rückfahrlicht. Aber cool wäre natürlich hier eine Doppelauspuffanlage. Wir gehen mal einfach jetzt mal hier in die Nacht mal rein, schauen das Ganze im Dunkeln an. Weil, was hat es jetzt mit dem Licht auf sich? Wir sehen jetzt hier, also mit dem einen, das hat irgendwie, ich sehe jetzt da nichts. Also, so her, ja, vielleicht ist das hier das mit gemeint. Gucken wir mal hier zu den hier. Sehe aber nichts auf, ehrlich zu sein. Bei den, glaube ich, müsste ich blau genommen haben. Müssen wir mal schauen.
Gehen wir mal rein in die andere Sicht rein. Kann man auch mal gleich hier probieren, das mit der Tür. Was für das Fenster? So, Innenraumbeleuchtung. Nö, ist nix, wie wir mal sehen. Schade irgendwie. So. Blinker. Sind wir jetzt einmal F, zweimal, dreimal, viermal. Jetzt hier mit Numbit 6. Numbit 5. Schade irgendwie, dass da irgendwie nicht noch was ist, weil ich weiß jetzt wirklich nicht, was damit eigentlich gemeint ist. Da wegen dem Blue, Red und wegen dem Yellow. So gelb. So, aber ich finde, der BMW ist eigentlich schon mal ganz coole Sache natürlich. Ja, also, lockfehlerfrei, wie wir mal sehen, hier ist er. Das finde ich ganz cool. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Raus der Laut.